Hey, in diesem Delamar-Check geht es ganz um den Ibanez FL Mini. Das ist ein Mini-Flanger-Pedal von Ibanez. Und wie das so klingt und was es alles sonst noch so kann, das erfährst du in diesem Delamar-Check, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Bis gleich. Delamar. Musify your life. Hallo und herzlich willkommen bei Delamar, dem Fachmagazin für Musiker. Mein Name ist Tim und in diesem Video machen wir den Delamar-Check vom Ibanez FL Mini, also vom Flanger Mini. Das ist ein Mini-Flanger-Pedal, wie es auch heißt. Und zwar ist das Teil der neuen Serie von Mini-Pedals, die Ibanez gelauncht haben. Und wie immer geht es am Ende von diesem Video um Stay or Nay. Also soll das Pedal bleiben oder kann es gehen? Und das schreibst du mir mal in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch, sofern dir dieses Video gefällt natürlich, ein Like und ein Abo dalassen. Würde ich mich sehr freuen. Und außerdem kannst du noch die Glocke läuten. Dann siehst du auch immer alle anderen Videos, die wir bei Delamar so hochladen. Und du kriegst ganz viele Infos zu neuem Gear und auch neuen Gitarren, neuen Pedals, alles, was dazugehört. Und du kannst auch noch gerne beim Gitarren-Hits-Kanal vorbeischauen. Da zeige ich dir coole Songs, die du auf der Gitarre lernen kannst. Aber jetzt machen wir weiter im Text mit dem Delamar-Check. Und zwar würde ich sagen, das Ibanez Flanger Mini hören wir uns einfach mal an. Also, damit auch jeder weiß, was ein Flanger-Effekt eigentlich ist. Zunächst gibt es meinen Clean-Ton und dann zeige ich dir, wie der Flanger-Effekt darüber so klingt. Jawohl, also ein Flanger-Effekt von wirklich guter Qualität, wie ich finde. Und das ist auch, was mir als erstes aufgefallen ist beim Ibanez FL Mini. Denn es ist zwar ein Mini-Pedal und wer schon mal ein Mini-Pedal in der Hand hatte, weiß, die sind ja in der Regel sehr günstig und dadurch auch ja, eher günstiger gebaut. Und was man hier direkt merkt, wenn man es hochhebt, das ist ganz schön schwer, das Teil. Und das hat mich echt überrascht. Also direkt als ich die Box in der Hand habe, ist mir aufgefallen, dass das Ding sehr, sehr schwer ist. Und das ist ja eigentlich immer ein Zeichen von höherer Qualität, weil hier einfach ein bisschen stabiler gebaut wurde. Und das merkt man auch, wenn man sich die Regler anschaut und ein bisschen fühlt. Die laufen alle wirklich sehr, sehr sauber. Und da kratzt auch nichts oder sonst irgendwie was. Also es funktioniert einfach wirklich gut und macht einen sehr stabilen Eindruck, dass man da auch wirklich lange Spaß an dem Pedal haben sollte. Und ich würde sagen, wo ich gerade über die Regler rede, gehen wir doch mal ein bisschen die genauen Sounds durch. Wir haben hier die typischen, die typischen Kontroll- Regler, die man bei so einem Flanger eigentlich erwartet. Also den Speed, die Geschwindigkeit, wie der Modulationseffekt eben greift. Mit Death und Region kann ich so ein bisschen noch beeinflussen, wie stark die Modulation dann ist. Und ich würde sagen, das hören wir uns doch einfach mal im Detail an, wenn ich hier einfach mal so einen Akkord halte. Den typischen Rush-Flanger-Akkord. Und dann spielen wir doch mal ein bisschen an den Geräten rum und dann kannst du dir das einmal anhören. Thank you.
Ja, also wie man merkt, da kann man schon einiges mit anstellen. Wenn man die Regler vor allem sehr, sehr weit aufdreht, dann ist dieser Flange-Effekt dann wirklich ganz schön extrem. Und da hat man hier auch wirklich alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten, die man sich eigentlich so wünscht. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Also mir gefällt der Sound an sich von diesem Pedal auch sehr, sehr gut. Also obwohl es so ein Mini-Pedal ist, muss man auch sagen, es ist ja auch sehr gut gebaut. Es kostet auch ein bisschen mehr. Wir sind hier in einem Preisbereich von unter 120 Euro allerdings immer noch. Was für ein Mini-Pedal, kann man sagen, schon relativ viel ist. Es gibt aber natürlich vergleichsweise sehr viel teurere Flanger-Pedals. Von daher ordnet sich das Ibanez FL Mini so in der Mitte etwa ein. Und das macht es aber auch durch die Qualität und finde auch durch den Sound wirklich wett. Also beziehungsweise, das ist das Geld dann auch wert, so viel Geld dafür auszugeben, obwohl es eben ein Mini-Pedal ist. Beziehungsweise, man kann es ja auch wirklich positiv sehen, bei so Mini-Pedals ist der Platz einfach auf dem Pedalboard garantiert. Man kriegt hier ungefähr ja, doppelt so viele Pedals unter, wenn man alles mit Mini-Pedals aufbaut. Und die Qualität hier ist eben auch gegeben, da muss man sich also keine Sorgen machen. Durch den Platz haben wir hier allerdings kein Batteriefach. Es wird komplett über den 9-Volt-Stecker hier oben betrieben, was ich persönlich eigentlich sehr, sehr gut finde. Also ich benutze persönlich Batterie sowieso eigentlich nie, weil ja, ich brauche das nicht. Ich habe mein Pedalboard und da habe ich die 9-Volt-Blöcke drauf. Wenn du jetzt natürlich ein Fan von batteriebetriebenen Pedals bist, dann musst du natürlich da ja, Abstriche machen. Allerdings für alle, die so wie ich einfach ein 9-Volt-Netzteil benutzen, die können hier ruhig schlafen, denn da kann man einfach anschließen, wie alle anderen Pedals auch. Also weil ich schon gesagt habe, cooler Sound und auch coole Verarbeitung. Und ich finde gerade, ein gutes Flange-Pedal muss auch auf jeden Fall mit Verzerrungen funktionieren. Und das würde ich gerne mal ausprobieren, denn das tut das Ibanez FL Mini meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut. Und da hören wir uns doch einfach mal ein paar verzerrte Sounds noch an. Also da ist auch wirklich viel für Fans von Pink Floyd und dergleichen dabei. Da kann man auch sehr, sehr sich austoben für einen Solo-Sound. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, also was hältst du von diesem Pedal? Im Delamar-Check geht es um Stay or Nay. Also schreib mir in die Kommentare, wie du das Ibanez FL Mini findest. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne noch ein Sub und ein Like da. Würde ich mich auch gerne sehr freuen. Und auf jeden Fall die Glocke läuten, damit du bei Delamar keine Videos verpasst. Und hier drüben gibt es noch ein paar Vorschläge für dich, wo du weiter Videos gucken kannst von mir und von uns. Und auf dem Delamar Hauptkanal gibt es auch ein paar Streams. Da kannst du auch gerne mal reinschauen. Und ich würde sagen, mein Name ist Tim und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!